Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem kleinen Historic-Video auf dem Kanal, Leute. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ihr hört es wahrscheinlich schon, ich kränkeln kleines bisschen. Habt auch vielleicht gestern beim Livestream schon mitbekommen. Also nicht wundern. Wir machen heute einfach ein bisschen entspannter, habe ich mir gedacht. Es gibt aber auch gute Nachrichten hier. Das Arena Historic-Update hat mir ziemlich gut gefallen. Ich habe euch die wichtigsten Infos für den Anfang erstmal zusammengetragen und dann zocken wir natürlich noch eine Runde zusammen. Ich würde sagen wir legen jetzt auch einfach mal los. Viel Spaß! So, willkommen zurück. Hier seht ihr auch schon den wichtigsten Teil des Updates. Das Historic-Format hat insgesamt 20 neue Karten bekommen und außerdem könnt ihr neben dem aktuell laufenden Event jetzt auch das Historic-Format im Best of 3-Modus spielen, um damit in der Ranked Ladder aufzusteigen oder eben abzusteigen, je nachdem natürlich, wie gut das Ganze läuft. Aber Historic ist jetzt kein reines Fun-Format mehr. Wird auch so auf Competitive-Ebene interessant. Man muss hier bei Rena nicht nur Standard spielen, für die Leute, die mehr Lust auf Eternal Format haben. Hier sind auf jeden Fall ein paar coole Karten dazugekommen. Man kann das Ganze jetzt auch Competitive zocken. Schön Best of 3 für die Ranked Ladder. Fand ich auf jeden Fall insgesamt ein cooles Update. Hier die Auswahl der 20 Karten. Die finde ich auf den ersten Blick auch ziemlich gut. Die Karten könnt ihr ganz regulär für Wildcards craften oder als komplettes Bundle für Gems im Store kaufen. Natürlich können wir hier die Karten jetzt auch zum Friendly Brawl spielen benutzen. Noch so ein kleiner Bonuspunkt würde ich mal sagen. Im Friendly Brawl dürfen wir auch auch alle Karten, alle Historic-Karten benutzen. Und hier sind halt auch ein paar echt gute Brawl- bzw. so Commander-Karten dabei. Werden wir auf jeden Fall ordentlich Spaß mit haben. Mir persönlich sind hier natürlich sofort die Elfen aufgefallen. Finde ich ja mal richtig cool. Elvish Visionary und Distant Melody werden wir auch gleich noch zusammen in meinem Historic-Elfen Combo-Deck zocken. Hier die letzten zwei Siege, die spielen sich ja nicht von alleine. bisschen zocken muss auch heute sein. Aber auch hier die anderen Karten, die werden wir mit Sicherheit demnächst mal zocken ist eine gute Auswahl. Sarah, Ascendant und Soulwarden zum Beispiel, beides richtig gute Karten für die Monoweißen Pride-Made-Decks. Dann ist mir natürlich sofort Cryptbreaker aufgefallen, super solider One-Drop für die Zombie-Decks. Werden wir auch bestimmt mal zocken für Rex in Arena. Sowieso ein Klassiker, ist auf jeden Fall eine starke Karte zusammen mit Tendrils of Corruption, sehr starke Karten für mono schwarze Decks. Dann hier der Killenfiend, super gefährlichen RDW-Decks. Aber auch der Second Pride finde ich ist eine super cool designte Karte damit kann man auch auf jeden Fall was machen. Dann sowas wie Fauna Shaman, kommt auf jeden Fall in Toolbox Decks immer richtig gut. Vielleicht auch mal ein grün-schwarzes Midrange Reanimator Deck. Ich habe jetzt schon richtig Bock darauf, die Karten zu zocken. Dann sowas wie Mindstone, super solide Karte, kommt automatisch in jedes Friendly Brawl Deck bei mir. Das ist halt eine echt gute Ram Karte, mit der wir später noch mal eine Karte ziehen können, wenn wir das Mana nicht brauchen. So an sich halt eine super gute Karte, aber auch die anderen Karten finde ich nicht verkehrt. Sowas wie Goblin-Matrone. Eigentlich kann man mit jeder Karte hier irgendwas anfangen. Also ich finde für das erste große Historic-Update schon mal ein sehr guter Anfang. Und ich würde sagen, das waren auf jeden Fall erstmal die wichtigsten Infos hier zum Historic-Update. Jetzt wollen wir auch mal ein paar Karten in Aktion sehen. Wie gesagt, Elvish Visionary und Distant Melody sind direkt in mein Elfen-Kombo-Deck gewandert. Die Kartenauswahl für das Deck gefällt mir halt richtig gut bei den Elfen. Das Deck war ja vorher schon ganz gut. Wir haben das schon öfters mal zusammengezockt aber so ist das Deck auf jeden Fall noch mal ein Stück gefährlicher geworden. Wollen wir mal schauen, ob wir den Gegner mit den Elfen überrennen können. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir sehen uns zur ersten Starthand. Weiter geht's. So, willkommen zur ersten Starthand und die sieht absolut in Ordnung aus. Paradise Blood kann blaues Mana für die Melle machen. Oh, ich freue mich, dass wir diese Karte hier bekommen haben. Generell Elfen so ein Wohlfühldeck für mich. Freue ich mich, dass er das jetzt zocken kann. Jetzt nicht erstes Spiel in Maligen. Was macht unser Gegner da? Stopp. Stopp. Stopp! Halt, stopp! Das gibt's auch nicht. Ich habe zwar gesagt, wir machen heute ein bisschen entspannter, aber das war mir zu entspannt, Leute. Ja, ähm, nächste Starthand. So, die zweite Starthand ist okay. Ist ein Keep. Möchte unser Gegner diesmal spielen. Mulligan. Ey. Ist ein Witz, oder? Spielen wir? Spielen wir nicht? Ja. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe das Event jetzt abgeschlossen. Ich meine, ja, alle alle Sachen freigespielt. Genauso habe ich mir das vorgestellt hier, dass wir hier zusammen das so schön freispielen. Die letzten zwei Siege, wie gesagt, ganz entspannt. Ja, nee, also ich gehe hier nicht, ohne mein Elfendeck richtig gespielt zu haben. Leute, Bonusspiel. Ich, ich, was soll ich sonst sagen? Bonusspiel, komm, nächste Starthand. So, die bonus start sieht gut aus. Leider kein Lano war Elf, aber Leyline-Mana-Elfen, das ist eine sehr gute Hand. Bitte lass uns doch mal eine Runde spielen. Das wäre doch mal was. So, Leyline zum Start, das ist schon mal richtig gut. Alle elf machen einen Bonus-Mana. Ich will das Deck jetzt einmal spielen. Komm schon. Das muss doch drin sein. Okay, ein Temple of Mystery. Zumindest ähnliche Farben. Aber mal schauen. Oh, du bist ein bisschen zu spät. Aber na gut. Ist immer noch ein guter Start. Nächste Runde, vier Mana. Legen wir einfach beide Mana-Elfen. Und dann Growing Rights. Wir brauchen jetzt irgendwas, was Kartenvorteil macht. Unser Mana sieht gut aus. Damit können wir zocken. Uh, dreifarbig. Band. Na. Mal schauen. Vielleicht ein Deck. Na, könnte ein Deck mit Mars Removal sein. Aber mit Once Upon a Time? Das ist ein Kreaturendeck. Bin ich mal gespannt, was unser Gegner sich hier überlegt hat. Jetzt sehen wir ja endlich mal was. Grazer, okay. Oh, das könnte. Golos Field of the Dead sein. Vielleicht. Na, das geht auch hier im Historic ganz gut ab. Ich meine, so die Farben. Von Field of the Dead, ja. Oh, und wir haben Distant Melody gezogen. Richtig gut. Aber nice, das Deck macht hoffentlich seinen eigenen Gameplan. Wir können uns beide aufbauen. Und dann können wir mal schauen, was stärker ist quasi. Das wäre richtig, richtig gut. Jetzt muss das nur noch alles hier funktionieren. So, wir machen auf jeden Fall Mana. Dabei bleibe ich, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Halanova ah, war Elf, der für zwei Mana tappt nächste Runde. Das ist schon sehr verlockend. Die machen sechs Mana, sieben, acht Mana. Ja, da kann, so, da kann der Ramp bisher nicht mithalten. Wir haben acht Mana nächste Runde. Können halt machen Visionary, vier Karten ziehen. Oder fünf Karten ziehen. Wenn wir noch einen kleinen Elfen ziehen... Ah, Growing Rights flippen ist auch nicht so schlecht dann für einen richtig krassen Kombo-Zug. Vielleicht geht auch alles bei uns kaputt. Wer weiß? Wer weiß? Kann ja auch Golos Time Wipe irgendwie sowas sein. Oh, Teferi. Na, ah, wir spielen ja gerade ohne Marvin. Dann ist das nicht ganz so schlimm, der Teferi. Man kann die Leyline bouncen, aber 5 Mana reicht mir immer noch. Ja, ah, das ist schon eine fiese Interaktion hier. Manchmal wird halt eine große Marvin gebounced. So, wie wollen wir das jetzt machen? Fünf Mana. Wir könnten uns auch einfach wieder aufbauen. Legen die Leyline. Und noch ein Mana-Elfen. Schon ein bisschen besser als nur der Teferi. Mal gucken. Wenn unser Gegner da nicht so viel macht. Wenn wir jetzt wieder so enttappen. Ich meine, der Teferi, der interessiert uns da jetzt nicht so viel. Wir gewinnen eh in unserem Zug. Also, wenn wir gewinnen. Oh, ich freue mich. So ein richtiger Elfenkombo-Zug. Das wär's doch mal. Was macht unser Gegner? Getapptes Land bisher. Okay, Rampt weiter. Na, unsere Elfen gefallen mir hier ein bisschen besser. Okay, wir haben einen guten Elfenzug. Zehn Mana, Leute. Oh, das könnte wirklich gut werden. Fangen wir mit Elvish visionary an. Auf jeden Fall. Ja, finde ich gut. Schauen wir mal, was der noch findet. Noch eine Leyline bringt jetzt aber nicht mehr wirklich viel, würde ich sagen. Können Karten ziehen, Growing Rights, das ist alles super, super, super gut. Das ist alles wirklich gut. Fangen wir mit den Growing Rights an, würde ich sagen. Schauen, was wir da noch für einen Elfen eventuell drin finden. Beast Whisperer, den können wir jetzt sogar auch einfach ausspielen. Ja, warum nicht? Sagen wir go. Dann flippt unser Cradle. Macht so viel Mana, wie wir Kreaturen kontrollieren. Also in diesem Fall sechs, wenn das so liegen bleibt. <laughs> Mass Removal ist halt echt gefährlich. Aber das war jetzt insgesamt relativ langsam für unser Deck sogar tatsächlich. Ich habe das ja schon viel gespielt, generell Elfendecks. Das geht auf jeden Fall deutlich schneller noch. Aber ah, mal schauen, ist ja noch nicht vorbei. So, was kommt jetzt noch? Vielleicht eine Route für vier? Bisschen rampen, ein paar Zombies machen. Wir dürfen dafür machen, was wir wollen. Das wäre fair. Oder? Ja, ist okay. Oh, das ist so gut mit dem Cradle. Wir können jetzt halt noch adepten hier im gegnerischen Zug. Wir haben so viel Mana, Grazer, letzte Handkarte, die wird ja wohl nicht mehr so krass sein. Nice, Leute. Okay, dann adepten wir mal. Kommt jetzt darauf an, was wir mit der Mele nachziehen. Das sieht aber schon mal ganz gut aus. Okay, Mana steht. Noch ein Land. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ist nicht ganz so wichtig. Dann ziehen wir jetzt erstmal Karten nach, würde ich sagen. So, du tapst. ja, halt für vier. Jetzt. Ja, fangen wir damit an. Sagen wir mal elf an. Vier Mana, zieh 6 Karten. Ist in Ordnung. Uh, das sind aber nicht die besten Karten. Das sind aber nicht die besten Karten. Das ist nicht so schlimm. Haben wir noch einen Beast Whisperer? Wow. Und wir spielen nicht so viele Länder in unserem Deck. Habt ihr ja gesehen. Bauen wir uns weiter auf. Noch ein Land. Wow! Das ist ziemlich, ziemlich krass. Und dann können wir auch die Leyline legen. Das ist dann nicht mehr so wild. Sagen wir go. Ich sag mal so, wir haben so viele Top-Decks. Vielleicht keine Länder. Das ist wirklich. Das ist nicht repräsentativ, was hier passiert. Sowieso eben mit den ersten beiden Spielen die Gegner weg. Sehr interessanter Tag heute. Sehr interessanter Tag. <laughs> okay, wie viele Elfen haben wir denn? Acht. Ja, können wir sogar nochmal ganz gut adapten. Ach, das ist richtig gut. Oder wir machen hier Marken auf alle Kreaturen. Dann machen die ja auch Mana. Die sind ja nicht ganz so stark. crazys X gleich 6, das beeindruckt uns nicht. Das beeindruckt uns wirklich nicht. Ja, wahrscheinlich aktivieren wir nur die Leyline. Dann tappen die halt auch für drei beziehungsweise vier, fünf Mana jetzt mit doppel line Es ist nicht so wichtig, wenn die nicht so stark sind. Wenn wir ein Finale ziehen oder einfach Elfen aneinander chain, Melody. Wir haben so viele Sachen, die uns eventuell das Spiel gewinnen können. Na, jetzt kommen halt ein paar Blocker dazu. Und das wird nun mal richtig interessant hier. Ich meine, so Field of the Dead, das ist ja nicht schlecht. Da sind wir uns einig, ne? Da sind wir uns ja einig, glaube ich, dass das gedeck ganz gut ist. No, das sind jetzt echt. Ordentlich Zombies. Ja, Bauen wir uns nochmal eine Leyline. Ja, das ist okay. Pumpen wir. Wir haben echt mehr als genug Mana. Komm, Top Deck. Zack und. Das ist strange. Sehr gut. Sehr gut. Wir müssen over the top gehen, einfach dieses Spiel. Ja, Leyline ausspielen. Viel mehr können wir hier jetzt auch nicht machen. Und dann halt Leylines aktivieren ohne Ende. Ich werde es hier noch nicht angreifen. Da kann man ja einfach Zombies reinhalten. Das ist ja noch nicht gut genug. Oh, das wird echt interessant. Aber selbst wenn jetzt hier nochmal bis zu sechs Zombies dazukommen oder so, wir können mehr Kreaturen in einem Zug ins Spiel kriegen. Das ist echt kein Problem. Komm, Distant Melody from the Top. Prison Realm. Oh, mein guter Beast Whisperer. Der verschwindet jetzt, wa? Aber wir mehr ja genug im Deck. Nimmt Incubation Druid. Und tappt die mal für 5. Von mir aus. Oh, jetzt hat er das getappt. Ja, müssen wir es halt öfters aktivieren. Ist in Ordnung, <laughs> solange das Mana hier floatet. Okay. Lassen wir es mal geschehen. Den Prison Realm. Von mir aus. Okay. Oh. Aktivieren wir weiter. Komm, once upon a time. Das ist ein guter Anfang. Wir brauchen nur eine Kreatur. Nice. Wir nehmen auf jeden Fall den Beast Whisperer. Auf jeden Fall. So, was tappt er denn hier? Das und das. Das ist okay. Wir brauchen. Ja, wir haben mehr als genug blaues Mana. Nice, komm. Ein Elf und es geht weiter. Uh, noch ein Beast Whisperer, Leute. Das ist tatsächlich der Moment, auf den wir eventuell gewartet haben. Wie viele Karten haben wir im Deck? 34. Spiel ist noch nicht vorbei. Bisschen viel Stony Strange hier. Blaus Mann haben wir immer noch genug. Paradise zieht ja jetzt drei Karten nach. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Nein, nein. Wow. Wow. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Länder. Das war ja kein Land. Elf von 16 Ländern haben wir gezogen. mhm, 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 mhm. Mh. Sehr interessant. Sehr interessant. Dann ist der Zug tatsächlich vorbei. Werfen wir noch zwei Wälder ab. Komm, Deck. Alles ist gut. Alles außer Land. Aber wir haben ja nicht mehr viele Länder im Deck. Also ist in Ordnung. Selbst ein Once Upon a Time wäre okay. Jeder Elf zieht drei Karten. Das grüne Finale würde jetzt noch nicht mal reichen, weil er so viele Blocker hat. Und wir haben nichts mit Trample. Aber wenn wir unser gesamtes Deck ziehen und dann ein Finale spielen, das reicht. Mal schauen. Wir brauchen nur die eine richtige Karte zum Starten. Graces, x gleich 7. Ja, ist absolut in Ordnung. Absolut in Ordnung. Okay, dann kommt wahrscheinlich der Angriff mit dem einen Crazy's für 6. Auch in Ordnung. Komm, guter Top-Deck. Das ist so live, was wir hier haben. Wir brauchen nur eine Karte und explodiert einfach das gesamte Deck. Okay, komm. Once Upon a Time. Okay, das ist aber auf jeden Fall eine Kreatur, oder? Okay, nice. Na, Marvin brauchen wir nicht unbedingt mehr, aber die anderen sind ja jetzt auch nicht so super, super, super krass. Okay, komm, ziehen wir mal ein paar Elfen. Leute, das ist alles machbar. Unser Gegner hat 12, 13, 14. 12, 13, 14. 17 Blocker. Also brauchen wir mindestens 18 Attacker, zum Beispiel. Also 18 richtig starke Attacker, was aber alles machbar ist. Wir dürfen nur nicht decktot gehen. Wir dürfen nur nicht decktot gehen. Und dann müssen wir gleich sehen, wie viel Mana wir produzieren können. Oder ob wir tatsächlich auf die Marvin warten müssen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir brauchen einfach nur genug Kreaturen. So, Karten im Deck 20. Das wird richtig knapp. Da ist ein Finale. Mhm. So, wie viele sind das denn jetzt? Attacker. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das reicht also noch nicht. 12 Attacker reicht nicht. Wir können aber hier, das Ding macht 4 Mana. Damit können wir ja auch immer mehrere kleine Elfen zocken. Oder das Ding ist noch besser. Macht 6 Mana und wir können es nochmal enttappen. Okay, weiter geht's. Leute, weiter geht's. Unser Gegner denkt hier die Zombie-Armee, hält das auf. Ist machbar. Es sei denn, das ist genau Settle the Wreckage. Das wäre. Das das wär's auf jeden Fall. Wollen wir mal schauen. Okay, kleine Elfen. Wir spielen kleine Elfen aus. 14 Karten im Deck. Okay. Die Karte können wir offensichtlich nicht mehr spielen. 11 Karten im Deck. 10. 10 Karten im Deck. Und das Finale ist ja auch noch ein Attacker. of the cowl. Okay. 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 Nehmen wir. Stony Strange. Komm. Ja, jetzt wird es langsam kompliziert. Stony Strange, den Druiden. Für mehr Mana. Macht halt fünf Mana so gesehen. Das ist jetzt nicht schlecht. Und nochmal Paradise Druid. Wir gehen einfach ans Maximum. Karten im Deck. Vier. Dann können wir noch einen spielen. Der kein Visionary ist auf jeden Fall. Nochmal Stony Strange zum Tappen. Wir brauchen jeden Attacker. Und dann nochmal Lanova Elfen. Okay, eine Karte im Deck. Das ist unser Maximum, so wie es aussieht. Nummer 10, 12 und 5 Gegner, hat 17 Blocker. Gegner, hat 17 Blocker. Wir enttappen den Lanova-Elfen nochmal. Leute, könnt ihr mir noch grob folgen? Wir haben 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dann tappen wir das. Wupp, 19 Mana, 20 Mana, 21 Mana. Finale. Jetzt warte ich nur noch auf Settle the Racket. X gleich 19. Bezahlen wir das mal. Na, was sagst du dazu? Nehmen die letzte Karte aus dem Deck. Paradise Druid. <laughs> Null Karte im Deck. Ja, kleiner Pumpeffekt. Jetzt die Frage. Hat unser Gegner noch Interaktion irgendwas. Kann er noch Zombies machen mit dem Spontanzauber. Das ist auf jeden Fall alles, was wir machen können. Es sieht nicht schlecht aus, würde ich sagen. Es sieht nicht schlecht aus. Der letzte Zug, der ging auf jeden Fall ganz gut ab. Und? Was hat unser Gegner? Da ist auf jeden Fall noch was. Oder? Okay. Okay, wir dürfen angreifen, so wie es aussieht. Ist es das Settle the Wreckage? Wir können nichts anderes machen. Wir haben ja auch keine Karten mehr im Deck. Wir sind nächste Runde eh tot. Das war unsere beste Option, Leute. Nice. Wie gesagt, mein Wohlfühldeck war jetzt nicht der perfekte Start, aber auf jeden Fall ein richtig krasser Gegner. Und ich meine, wir haben das gesamte Deck gezogen und einen richtig heftig. Guten Angriff noch hingekriegt. Leute. Ja, da sind wir auch schon wieder am Ende von diesem Video angekommen. Ich hoffe, das eine Spiel, das Bonusspiel, hat euch auch gefallen. Ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen besser. Die Elfen haben ihren Job auf jeden Fall erfüllt. Ich hatte auf jeden Fall ordentlich Spaß. Ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch genauso gefallen, wenn dem so ist. Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich wieder mega freuen. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann. Ciao.